Willkommen zurück, Jason. Fast hätte ich dein Gesicht vergessen. Schön, dich zu sehen. Der Dolch. Hast du ihn dabei? Ich hab ihn. Du kehrst zurück und trägst das, was verloren war. Diese Klinge vergoss das Blut unserer Ahnen. Nun ist sie erobert. Und die Toten sind gerecht. Komm mit mir. Verschwindet. Genau, verschwindet. Was begehrst du? Meine Freunde zu retten. Bist du sicher? Ich will Varsh und Hoyt töten. Einst, vor langer Zeit, gab es einen Lotusteich voll klarem Wasser. Mit weichem Sand an seinem Ufer. Und vom Duft der Blüten umweht. Doch ein Riese lebte unter der Oberfläche und verschlang jeden, der sich dem Wasser näherte. Ein Krieger aus dem nördlichen Königreich hörte von dem Riesen und schwor, ihn zu töten. Er bedeckte seinen Körper mit Tatau und bediente sich der Kraft des Totenreichs. Und als er bereit war, ging er den Pfad des Lotusteichs. Der Riese erhob sich aus dem Wasser und der Krieger zog den Dolch. Er schnitt dem Riesen den Kopf sauber vom Körper. Der Schädel fiel zu Boden und wurde zu dieser Insel. Die Nachfahren des Kriegers wurden zu den Rakyat, unserem Volk. Jetzt erhebt sich ein neuer Riese. Hilf, unsere Krieger zu befreien. Beweise dich deines Tataus würdig. Dafür gebe ich dir die Kraft, die du verlangst. Ich tu's. Dann sehen wir uns bald wieder. Held. Okay. Attack on Titan oder was? Der Riese. Habe ich übrigens gerade gesehen, die Serie Attack on Titan. Auch die finale Folge gerade heute. Oh, Jason, wir führen einen Angriff gegen einen Gefangenentransport von Varsh. Wie lautet der Plan? Ein Hinterhalt. Dion trifft die Männer, mit denen du arbeitest. Sie sind in Georgetown. Sie freuen sich, dir zu helfen. Okay, wir müssen wieder ein bisschen metzeln gehen. Dem Rakyat-Anführer. Wo sitzt der denn? Der ist wiederum da oben. Dann würde ich sagen, gehen wir hier hin. Dürfen wir das? Bitte? Yep. So. Sorry, wenn ich nochmal das Thema anschneide. Mit den Doppelfolgen. Ich werde trotzdem erstmal eine Session aufnehmen, sage ich. Und also das heißt 5 Folgen, weil ich ja nicht so eine riesige Speichermöglichkeit habe, Festplatte. Und ich habe schon ein paar Terabyte. Aber naja, ich weiß immer nicht, ich bin mir unsicher, ich lass lieber ein Stück weniger aufnehmen und dann später nochmal. Dann schneide ich halt erstmal 5 Folgen und nehme morgen die restlichen 5 auf. Also heute ist Samstag, morgen wäre dann Sonntag. Soll heißen, falls das Ganze geklappt hat, kommt dann am Mittwoch um 13 Uhr
die letzte Folge dieser Aufnahme und am Mittwoch 18.30 Uhr die erste der nächsten Aufnahmesession. Was war jetzt hier nochmal der Auftrag? Muss ich jetzt... Ah ne, sprich mit dem Anführer, das... Da kann ich ja nicht so kaputt gemetzelt werden. Ah, okay, ich dachte schon, wir könnten hier... Darf ich hier rein? Dolly Doll. Das ist der Anführer, ja. Ich will erstmal deine Kiste haben. Auf die Position! Gut, dich zu sehen, Jason. Was? Trucks fahren durch die Stadt. Wir müssen die Straße mit Sprengsätzen versehen. Wo ist das T4? Ich mach das. Aber hallo. Jetzt. Oha. Nicht viel Zeit, sicher. Wo ist denn die Kiste hier? Ist die oben irgendwo oder was? Ja, sorry, ich hier schon. C4 gelegt! Und jetzt? Hallo? Hey Jason, hier ist Lisa. Was hast du zu tun? Was gibt's? Ich wollte nur sagen, wir kommen voran mit dem Boot. Wann kommst du zurück? Weiß ich nicht. Du kommst auch zurück, oder? Ja. Okay. Dann bis bald. Wo zeigt er jetzt hin? Da drüben. Steht das nicht. Die Ladung sind nicht vorher gewesen. Jason, los! Wir brauchen dich am Wasserturm! Ich geh schon! Rüber zum Wasserturm und deck uns! Mein Freund! Ja, Junge, Junge! Noch 10 Sekunden. Bin hier oben! Ach so. Okay. Der Konvoi ist hier. Wo? Da. Die Jungs sind keine Piraten. Die sehen nicht aus wie Bars Männer. Nee. Irgendwie sind die Stimmen. Manchmal ziemlich leise. Die sehen organisiert aus. Aus wie Soldaten oder sowas. Okay, mal sehen, was wir hier tun können, wa? Die hätten wir. Sind noch irgendwo welche? Die Richtung? Wo? Hä? Aua! Hier! Shit! Mann! Ich kann ja auch noch zoomen. Oder nicht? Dann halt nicht. Komm schon, totschießen, totschießen! Kapau, kapau! Komm, lad nach! Oh! Hä? Wo sind die? Kommen noch welche? Hey, ich hab doch den direkt getroffen! Boah, komm schon! Aua! Boah, Alter! Hä? Ich hab dir direkt den Fuß geschossen! Boah! Cool! So, jetzt aber! Den! Den. Und den. Und den. So, jetzt habe ich meine Kill-Aura nämlich aktiviert. Habe ich keine Dingens mehr? Dann tausch das bitte wieder. Mann, der steht da hinterm Wagen. Wie soll ich das denn machen? Boah, Leute.
Wir machen das so einfach. Multikill. Was jetzt? Sofort anhalten! Muss runter. Steig in den LKW. Ich lauf ihm nach. Ja, ich lauf ihm nach. Okay. Bevor der Konvoi zu weit weg ist. Geh rein, geh rein. Oh. Fahr, Jason. Ah. Boah. Ich muss gucken, ob ich hier richtig fahre. Rechts lang, ja, super. Oh, das ist ja gut, dass ich nochmal die Autos aufgepimpt habe, das eine Mal. Da kommt uns jemand entgegen. Uiuiui. Was soll ich tun? Steig doch aus! Junge! Ei! Nein! Oh Mann! Warum schießt denn die Waffe so seltsam? Wie soll ich denn die aber auch so tot machen? Das war ganz komisch. Bitte fangen jetzt wenigstens da wieder an. Okay. Sofort anhalten! Ah, okay. Sofort anhalten. Ich lauf ihm nach. Ich lauf ihm nach. Déjà vu. Vielleicht klappt's ja diesmal besser. Hier kommen trotzdem wieder die zwei. Komm schon, steig einfach ein und fahr. Ah, schalte nichts aus. Oh, hier lang. Hallo. Da kommen wir ganz easy vorbei. Davon müsste der wieder kommen. Da kommt der erstmal. Ah, und der hat uns wieder getroffen. Oh, shit. Steig doch aus, Mann. Der ist tot. Ich bin hier. Der ist auch tot. Was? Rette den LKW. Den LKW. Hallo? Die Tür? Hallo? Ist das nicht die Tür? Oder meinen die den? Nee, oder? Ach hier, die Tür. Oh nee! Das war überraschend. Aber na gut. Ich war eh der Meinung, war es ist viel zu wenig bis jetzt im Spiel aufgetreten. Wahnsinn ist, wenn man exakt dieselbe Scheiße immer und immer wieder macht und erwartet, dass sich was ändert. Das ist irre. Aber das erste Mal, als ich das hörte, echt, ich dachte, der verarscht mich. So, boom, abgeknallt. Das Ding ist... okay. Er hatte recht. Dann habe ich es plötzlich überall gesehen. Überall waren sie, diese blöden Pisser. Überall sah ich, wie sie exakt denselben Scheiß wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder machen. Dachten, dieses Mal wird anders laufen. Nein, 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 bitte. Dieses Mal wird's anders laufen. Es tut mir leid, aber mir gefällt nicht, wie du mich anglotzt. Okay? Hast du ein beschissenes Problem in deinem Hund? Glaubst du, ich verarsche dich? Glaubst du, ich lüge? Fick dich! Okay? Fick dich! Schon gut, Mann. Ich chill, Mann. Ich beruhige dich. Die Sache ist, okay? Die Sache ist, getötet habe ich dich schon mal.
Und verrückt bin ich sicher nicht. Jorgen. Es ist wie Wasser unter einer Brücke. Hab ich dir schon mal gesagt, was Wahnsinn ist? Oh, Scheiße! Das ist ja Wahnsinn! Jetzt muss aber nicht ich hier, oder? Oh Gott. Das habe ich schon mal gesehen, dass hier Leute im Wasser rumhängen. Guckt euch das an! Hoch! Mir reicht's mit diesem Hurensohn! Dieser Hurensohn. Hutze, Mutze! Leck mich, dieser Krieger nimmt er nicht mit. Nein, geh rein.